Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem komplett neuen Spiel, und zwar in diesem Let's Play Heroes and Generals. Tja, ich habe mir immer gedacht, das ist ein Steam Greenlight Spiel, es wurde von der Community, ja danke, einfach mal so gewotet und hat es in Steam reingeschafft. Was natürlich bedeutet, dass dieses Spiel jetzt free to play auf Steam verfügbar ist. Und ich dachte mir, naja, das müssen wir natürlich mal testen. So, erster Eindruck von der Grafik her ist schon mal sehr interessant. Oh, hallo, hallo. Okay, wie kann man sich ducken? Ich weiß es nicht. Ah, okay, doch. Sehr geil. Wir haben hier Deutsche, wir sind Deutschen. Wir sind die Deutschen und müssen die Außenposten hier erobern. Das ist eigentlich sowieso das eigentliche Ziel hier. So, mal gucken. Da kommen die US-Armees, das Spiel im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, na, wir haben ja sogar einen getroffen. Der Rückstoß ist krass, aber es macht Spaß. Ja, wurde ich eben einen getötet. Schon mal interessant, wie es da so abgeht. Boah. Muss der echt nicht zurechtfinden. Ah, der Rückstoß ist halt krass, ne? Erinnert so ein bisschen wie Company of, an der Company 02, dass man einen Soldaten spielt. Kopfschuss. Jawohl. Ey, ich sehe von hier oben so wenig. Also so klein. Oh Gott, nein! Da kam der US Army von der linken Seite, hat sich gerecht. Dann spawnen wir doch mal direkt bei Agetes. Na, geht gar nicht. Ich dachte, dass man dann auch bei Punkten spawnen kann, aber das geht gar nicht, naja. Also, es heißt hier Heroes and Generals. Man kann normale Helden, wie ich gerade, oder Generäle spielen. Sowie Fahrzeuge oder normale Kampftruppen. Das werden wir aber gleich nach diesem Match auch nochmal genauer angucken. Denn das ist sehr interessant, wie sie das gemacht haben. Also, man kann hier auch fliegen, zum Beispiel Pilot werden und so weiter und so fort. Das geht alles. Ach, verdammt. Machen da hinten meine Einheiten fertig. Mal gucken. Meine Mates. Jetzt flanken wir den Typen mal so ein bisschen. Haben wir ihn geholt. Haha. Gewehrangriff, haha, lustig. Na dann schon mal. So, sehen wir hier irgendwo gegnerische Infanterie. Wir haben sonst so hier so Nachtnebel mehr oder weniger. Sehr dunkel. Boah. Wir haben schon geschossen. Oh, da kommen wieder Fahrzeuge. Leider hat mir. Wir haben sogar einen Raketenwerfer, glaube ich, ja? Ne, eine Granate. Ah, oh, sehr gut. Oh, alles falsch geworfen. Hier rein. Weg damit. Ja, wo bist du? Oh, von hinten. Jawohl, haben wir ihn. Okay, schnell da rein. Sicherheit. Boah, verdammt. Nein, der musste nachladen. Was ist denn das? Ich dachte, der musste nicht nachladen und der musste nachladen. Das kann nicht wahr sein. Aber es ist schon interessant, man muss schon sagen, ich habe jetzt halt das Standardgewehr, ne, ist klar. Man muss sich hier auf hochleveln wie in jedem anderen Spiel auch. Aber ich dachte, wir hätten so ein Ding dabei, so einen Raketenwerfer. Stielhandgranaten, das weiß ich jetzt. Aber leider keinen Raketenwerfer. Oder ich bin einfach zu doof, den auszuwählen. Hier scheint mir so, das sind die einzigen Waffen, die man bisher hat. Unten links ist unsere Lebensanzeige sowie Ausdauer. Oben, unten links meinte ich. Oben links sind unsere Punkte, sowie Eroberungspunkte, die wir zurzeit haben und der Gegner hat. Und oben rechts steht Beta. Was in der Beta ist. So, da hinten war jetzt gerade einer. Mal gucken, ob wir den Typen wieder finden.
wer da war. Aber ich scheint nicht. Aber der Rückstoß ist krass von den Dingern. Aber das ist auch ein ganz anderes Erlebnis als Battlefield oder so. Weil du hast hier halt eine ganz andere Handhabung der Waffen. Und viel, viel mehr Rückstoß. Amerika. Ah, wir müssen mal schauen, dass wir das schnell wieder alles erobern, sonst haben wir ein Problem. Unsere Mates machen hier irgendwie so wenig. Ich habe das Gefühl, boah. Das war ein knapper Schuss. Lass mich mal kurz hierher. Rein damit. Ha! Bam! Doppelkill mit der Granate. Jetzt machen sie es natürlich alle mir nach. Rein damit. Wie ein Treffer. Die haben zu wenig Granaten da drin, habe ich das Gefühl. Also für ein Free-to-Play ist das nicht schlecht. Ich finde es besser als... Ich finde es jetzt schon sehr interessant. Nein. Von der linken Seite, es war klar. Eieiei. Deutschland hat Nord erobert, ja. Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns beeilen, weil oben links seht ihr die Eroberungszahl von den Gegnern. Die geht jetzt wieder langsam zurück, aber wir haben so ein kleines Problem mit denen. Mit den Gegnern. Das Einzige, was halt nervt, ist, dass wir da und hier auf dem Weg sind. Ey, warte! Bitte warte halt! Ah, danke. Wie kann ich drauf? Ey, ey. Ah, danke. Ah, cool. Haha, wir fahren Fahrrad. Tritt er wegen rein in die Pedale. We are driving on a bike. Oh shit, da hat er einen MG oder so. Der geht ab. Abgerollt. Grenade! Oh, verdammt! Ich sehe ihn nicht! Der ist da hinten. Gott, sind wir in der misslichen Situation gefahren. Ich laufe mir zu weit vor, wie ich viel. Für den Anfang. Grenade, bitch! Bam! Ach du Scheiße, sind da drin viele. Grenade, number two. Genial. Und nochmal. Weil es so lustig war. Und? Ah, okay, keiner mehr. So, schön mal hier aufgeräumt. Die Amis weggehauen. Da ist aber noch einer. Ah! Haben wir ihn. So, mein Freund. Ende im Gelände, würde ich sagen, hier. Ah, ich liebe Granaten, ne? 13-3 haben wir, ne KD. Bam, wir sind die Besten. Straight ahead. Oh, Amis kommen. Gefährlich. Ich bin mir sicher. Ich sehe noch gerade keine. Aber wir haben auch gerade keine Dinger mehr, keine Granaten. Kommen Autos. Da ist einer. So, mein Freund. Nächster. Fahrzeuge. Oh, von uns, okay. Melden Sie, ja. Gemeldet. Eieiei, ist der geflogen. Ah, da schießt der random rein. Okay. Oh, der macht mir nach mit der Granate.
Eieiei. Teamkills. Ja, bitte. Melde mal. Lauter Teamkiller hier. Was ist denn das bitte? Kann ich ja gar nicht haben, Teamkiller. Scheiß Noob, sag ich da nur. Was ist denn das? Boah, wie geil ist das denn? Was liegt denn da? Boah. Panzerfaust. Huhu. Hammer. Das nehmen wir mit. Oh, ein Fahrrad. Auf geht's. Jawohl, jetzt können wir auch mal Fahrrad fahren. Let's go to the mall. Oh Gott, jetzt geht's mit dem Fahrrad los. Komm, und wir treten rein. Da hat man sogar noch Schutz unten links. Da sieht man das Leben vom Fahrrad wahrscheinlich auch noch. Aber das Beste, Leute, in den Spielen sind so die Granaten, ne? Muss ich gleich sagen. Grenades for the win. Aber das Spiel zögert sich sogar lange raus, weil wir jetzt gerade so sogar schon ein bisschen was erreicht haben. Mein Freund! Haha! Der Panzerfaust. So muss das sein. So, Granate mal wieder. Unsere altbekannte Vorsicht da hinten! Deckung! Na, tut mir leid. Wollt ihr nicht. Wollt ihr nicht. Ah, verdammt. Nein! Nein, der war hinter mir. Verdammt, und ich hab's nicht gekriegt. Goddammit. Aber welche KD haben wir denn jetzt eigentlich nochmal? Schauen wir mal. Wir haben hier so und so voll gute. 16,5. Alter, Schwede. Ich dachte gar nicht, dass ich so gut gleich im Spiel bin. In der ersten Runde. Ich habe das nur nicht angespielt. Und dann gleich geht es so gut ab. Aber das Spiel macht auch Spaß dementsprechend. Also, ich muss echt sagen, vielleicht wirkt es nicht so, aber es macht echt Spaß. Ich weiß noch gar nicht, ob wir auf der höchsten Teilstufe sind bei den Grafik. Ja komm. Hoch sind wir schon. Ah, Vorsinken müsste eigentlich noch an sein. Ja, lassen wir jetzt einfach mal so. Ist jetzt. Ja, das ist eigentlich schon die höchste Teilstufe. Also an der Grafik muss was, müssen wir noch ein bisschen was feilen. Aber sonst. Oh, hier ein Auto. Oh nein, kein 50er Kaliber. Oh nein, da hinten. Ich brauche Deckung. Ich sehe ihn nicht. Altbekannte Granate. Werfen! Hat nichts gebracht. Ich sehe keinen. Unlock. Unlock, please. Unlocking Willys MB. Ah, das dauert. Bis man das Schloss geknackt hat. Von dem Ding. Na komm, knocke das Schloss, mein Freund. So, jetzt auf geht's. Oh, jawohl, ich bin Fahrer. Wir fahren ein US Army Fahrzeug. Jawolski. Raus da. In dem Gelände, mein Freund, in dem Gelände. Haben die schön mal von hinten hier zu aufgeräumt. Oh, Freundchen, oh Gott. Boom. Von hinten. Der kam von hinten, der Pipi. Das hab ich gerochen. Ende im Gelände für unsere Freunde. Da hoch konnte man auch, hab ich dann gesehen. Da wo noch. Haben wir irgendwo noch Feinkontakt, Kamerad? Aber ich sehe hier keine Generäle, ne? Ich weiß nicht, was an denen so besonders sein soll. Ach du Scheiße, haben wir die auf. Ach du Alter. Nein! Ja, die, gegen den Gegner kannst du ja nichts machen, ne? Und wir haben sowas nicht, ne? Nur die haben sowas, das ist ja richtig mies. Okay, ich sehe hier gerade, man hat sogar gar keine Raketenwerfer. Die Raketenwerfer kriegt man dann exklusiv nur in der Basis. Wait, 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 please, wait. Oh. Ah, er wartet. Thank you, man. Thank you. Jetzt komm. Jetzt hat. So. Dreht er ein wenig rein.
Friedrich, wir müssen in den Krieg. Aber wir haben es gleich gewonnen, komm, wir haben es gleich gewonnen. Wir haben es gleich gewonnen und Deutschland hat das Missionsziel erobert und gehalten. Jawohl. Weiter. Sie haben eine Maschinenpistole freigeschaltet, jawohl. Perfekt. Ich brauche aber keine. Ich will aber die nicht kaufen. Ja, was, wenn ich die nicht kaufen möchte? Ja, ist okay, ich will die aber nicht kaufen. Nein, Tutorial überspringen, nein, danke. Fahrzeuge. Kübelwagen, den kenne ich, der ist cool. R75 mit Beiwagen und STKFZ, bam. Das ist geil. Aber ich hätte ja hier gerne hier, was gibt's dann noch so Geiles an Fahrzeugen? Ich meine, das ist ja jetzt hier nur so langweilig, ne? So Generäle, was haben wir denn an Generäle? Kampfeinheiten. So, was haben wir hier? Ja, nix, oder? Ist da noch nichts gekommen? Feldzug. Ist es ein einziger General, ein einziger Fight, oder wie? Oder wie kann ich das verstehen? Um Territorien. Wenn es nur mal hier laden würde. Ah, okay. Ach du Heiliger. Also das ist eine aktuelle Karte von unseren eroberten Territorien. Und die können... Ach du Heiliger, haben wir die zurückgedrängt, die US. Okay, perfekt. Das ist ja alles dann... 18 Tage läuft der Krieg schon. Perfekt, dann können wir das Ganze ja noch erobern. Sprich, das ist eine aktuelle Kriegskarte. Das ist gar nicht mehr so dumm. So, Fahrzeuge haben wir hier noch gar keine. Aber ich kann jetzt auch... Das ist wahrscheinlich echt Geld. Naja, okay. Dann haben wir das Ganze mit 18,5 KD oder so beendet. Und wir schauen mal im nächsten Display, wie es weitergeht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.